Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forest mit Dominikus. Hallöchen. Hallo. Ei, ei. Die Holzfäller-Zwillinge hier. Ja, ja stimmt, aber ich bin der Rote. Ja, ich bin blau. Das gefällt mir viel besser. Oh. Wow, okay, das war strange. Jetzt auf die Hand kacken. Gut, ja. Unsere Hütte ist, schon... Oh, und da hinten sieht man schon ein Name. German ist jetzt auch mit dabei und der findet gerade noch zu uns, beziehungsweise er musste erst diese Flugzeugabsturzszene angucken und dann muss er jetzt zu uns latschen. Der entmutet sich auch gleich, erklärt seinen Zuschauern erstmal, worum und wie und was. Was abgeht und... Ja, und das ist übrigens natürlich logischerweise auch dann eine neue Aufnahmesession, die wir hier gerade haben. Richtig. Und bei mir sollte es übrigens jetzt für die Zuschauer sollte jetzt deutlich flüssiger laufen. Ich hatte leider die letzten 6 Folgen komplett die ganze Zeit irgendwelche Lags und alles hat nicht so ganz funktioniert. Das tut mir super leid. Es ist sowieso momentan alles bei mir ein bisschen rudimentär. Weil ich mein PC eigentlich... Ab und zu ein bisschen. Ja? Oh, okay. Nee, bei mir läuft es super, super flüssig jetzt gerade. Gut, es sieht nicht perfekt aus, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bäume sind immer noch nicht nachgewachsen. Es sieht nicht perfekt aus bei mir. Ich glaube, das würde ich auch gar nicht hinbekommen mit der Rechenleistung, die ich momentan zur Verfügung habe. Aber es ist okay. Also ich glaube, man kann damit leben. Auf YouTube sind es auch nur 720p bei mir jetzt, aber ich denke, das ist besser als nichts. Ich mache das nieder! Ja, ich frage mich gerade, wollen wir German entgegengehen oder wollen wir einfach hier warten auf ihn? Weil, ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, die Ureinwohner und die Eingeborenen, die Ureinwohner und die... Vorsicht! Warte, stopp! Nicht bewegen! Oh, Alter, erschreckt mich doch nicht so! Dachte, jetzt kommt er so 50 anschwadroniert! Entschuldigung. Ups. Die Ureinwohner und die Kannibalen sind ja noch relativ schwach eigentlich. Sie sind noch relativ zurückhaltend. Das geht noch viel aggressiver. Ja, stimmt schon. Er bewegt sich recht schnell vorwärts. Ja. Das ist gut. Ich glaube, so weit sind wir jetzt auch gar nicht gelatscht. Ja, gut. Es geht eigentlich. Also wir sind schon eine ganze Ecke, ne? Wir sind fast beim Cockpit. Stimmt, da müssen wir auch noch hin. Ja. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja in der Session, in eine Höhle zu gehen. In eine kleine. Meinst du? Ja, es gibt ja verschiedene. Jetzt komme ich hier nicht. Ich konnte doch hier hochlatschen. Ah, da hinten ist er doch schon, oder? Bogen. Ist, glaube ich, auf der anderen Seite vom Loch. Kommt ja auch drauf an, wo er abgestürzt ist. Gibt ihr noch, es gibt ja drei verschiedene Spawnstellen. Ja, aber er wird ja genau dort gespawnt sein, wo wir gespawnt sind, weil das Flugzeug wird ja nicht doppelt dort sein jetzt plötzlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das verschwindet dann nach einer Zeit. Ach so, echt? Mhm. Das ist ja seltsam. Glaube ich. Warum sollte das Flugzeug einfach so verschwinden? Was will man, weiß ich nicht. Ja. So war es zumindest in einer früheren Version. Gut. Die Eingeborenen haben es gegessen. Die haben es verwertet. Die haben es zu Metallschrott verwertet. Und Export. Genau. Export, Import, Export. So ein riesiges Untergrundlabor. Da hinten kommt das schon. So anwesend gebaut. Echt? Mhm. Ist schon auf der Handelsstraße. Kacke gerade Holz. Wieso ruckelt denn das bei mir jetzt so, der ist Kack? Na, 40 mal rumstimmen. Ich weiß gar nicht, ob man das auch so sieht. Den! Ich seh ihn! Wetten, er sieht genauso aus wie wir. Hallo! Hallo! Ich hab da was mitgebracht für euch! Guck mal hier! Hast du Geschenke mitgebracht? Ja, natürlich, guck mal. Ach, was ist das denn? Ein Reh! Ja. Oh mein Gott! Er sieht anders aus als wir. Er ist der Drogenbaron. Er ist der mexikanische Drogendealer. Oh mein Gott. Was? Ich bin Drogenboss? Ja, du bist... Dominik und ich, wir sind die zwei schwarzen Zwillinge.
Da ich aber gesagt, Jack, nur was ordentliches mit. Nein, wie gesagt, ich spiele mit Kalypso und dem Kakumi hier zusammen. Das winke ich in die Kamera. Und was? Angewohnheit? Ja, ich winke einfach in die Kamera. Und ja. Das werden wir jetzt zusammen wieder durchziehen, ne? Ja. Ja. Bitte. Wir werden einen kleinen also Timmy finden. Warte, wer ist jetzt eigentlich. Ist jetzt Timmy dein Sohn, Kali, oder Thomas Sohn? Keine Ahnung. Meiner, weil ich der Host bin. Ja, genau, du saßt ja neben dem kleinen Jungen. Ja. Ja, dann. Hä, wieso brauchen wir denn jetzt noch hier? Steht noch 11 von 5. Es ist mein Neffe. Oh. Ich bin ja der Zwillingssohn. Stimmt. Oh, es wird schon wieder Nacht, ey. Ja, echt, ne? Schrecklich. Also, die haben uns schon entdeckt. Ja, mich haben auch 3 verfolgt gerade. Ich weiß nicht, wo die sind. Oh, das ist gut. Lock sie am besten ruhig hierher. Das ist. Ja, naja, ich hatte den Kopf in der Hand. Was soll ich machen? Das geht jetzt nicht an. Mach's mal. Ich hab schon voll voll gemacht. Licht werden unser Schlitten ist weg. Stimmt, du hast recht. Die haben die geklaut. Die klauen unseren Schlitten. Nee, der steht da oben. Nee, der steht hier oben. Also ich hab keine Markierungen. Ich komm. Doch. Die Markierung ist da, aber die am Berg ist kaputt. Die an der Höhle, die wir gemacht hatten. Die ist kaputt. Kann es sein, dass sie die Nacht vielleicht noch dunkler gemacht haben? Mhm. Also es gibt, ich weiß, es gibt einen Filter. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, hippisch. Es gibt einen Filter, dann kannst du relativ gut in der Nacht sehen. Modern? Ich glaube, es war modern. Ja, geht. Mach ich mal modern für die Nacht. Damit. Hier waren irgendwo ganz viele. Damit man auf YouTube. Baumstämme hatten wir doch hier schon gefällt. Das weiß ich nicht. Die haben wir doch alle reingenagelt noch. Nee, ich habe gerade ganz viele Bäume gefällt. Also. Warte mal. Nee, Schlüsselbindungen war es nicht. Ja. Schlüsselbindungen. Gut. Ehrlich, kann ich nicht verändern. Aber. Naja. Ja, modern also ist jetzt modern. Nicht wirklich viel. Modern also ist wirklich. Ja, was soll denn noch ein bisschen? Ich finde es gut. Ja, gut, dann lassen wir es einfach so. Oh ja, hier stehen die ganzen Bäume. Ich sehe es gerade. German Versuch, am besten nicht gleich die Leute wegzuschnetzeln, ne? Also wir haben es probiert, einfach ohne Waffe, also mit G, wenn du G drückst, steckst du die Waffe weg, einfach mal ein bisschen abzuwarten. Die haben sich dann meistens im See selbst versenkt. Hä? Was ist das denn? Ja, wenn du ins Wasser schwimmst und die ertrinken ja dann sofort, wenn sie im Wasser sind. Ach lol. Ja. Ich glaube, wenn du halt aggressiv auf die zugehst, dann werden die dann auch aggressiv. Ja, wie gesagt, ich hatte nur einen Kopf in der Hand gehabt, ja, also früher. Das war schon eine Todeserklärung. Damit hast du schon deutlich gemacht, dass du keine friedlichen Absichten hast. Ja, genau. Du Blut willst. Blut! War eigentlich nur ein Geschenk, aber ja gut. Ein Geschenk, eine Opfergabe. Ja, genau. bin ich zu dumm zum Zählen? Das sind 6. Gut, ich hab einen Schlitten voll mit Holz. Sehr gut. Also ich kann auf jeden Fall sagen, bei mir ist Dunkelheit dunkel. Und ich kann es nicht einstellen. Ja, bei mir auch. Also bei mir nicht. Oh, ich bin gerade über eine Schildkröte, glaube ich, gefahren. Mit dem Schlitten. Ja. Ich glaub, das blockt der dich ab. Aber nicht. So halb. Ich schmeiß dir mal die genau, Baumstämme wieder runter. German, wir haben hier im Haus ein Drying Rack. Da ist alles drauf, wenn du Hunger hast. Oh. Ja, wir haben schon dahingehend vorgesorgt. Ja. Aber es ist ja nice. Ja, ne? Für die Profispieler. Ah! Alter, was? Ich hab's nicht gesehen. Nein! Ich hab's nicht gesehen. Hä, was war denn jetzt los? Ich bin aus Versehen einfach, weil ich dann von dort nicht mehr gesehen habe. Oder eher gesagt, die Holz. Weil ich oben gesehen habe und auch weiter zugegangen und dann war ich wie runtergefallen. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Bin einfach durchs Holz Pendant gefallen. Jetzt sind die 2 scheiß Holz. Pendant. Pendant. Französisch. Na komm. Hab das Ding da. Ja, super, jetzt kann ich die nicht
Doch, ah, du kannst, es gibt einen Trick, wie du die rausholen kannst, die da. Warte. Genau, du musst halt immer nach rechts. Scheiße. Ja, so. Güdi. Pack die scheiß Waffe weg. Einmal. Oh shit, 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 shit. Ich laufe in die falsche Richtung. La 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 la. Alles okay? Ja, da war nur ein Eingeborener. Lauf, Forrest, lauf! Lol. Der wollte mal Hallo sagen. Haha, Wortwitz. Oh, mein Gott, das schon wieder! Das kann ich was sagen! So geil! Ich sehe einfach nichts. Haha, Wortwitz. Oh Mann, ey. Noob. Immer muss man's richten. Ist ja immer, muss die Frau das richten. Ja. Probleme der Männer ausprobieren hier. So. Einmal. Hey. Hier einmal. Ah. Sorry, Schildkröte. Autsch. Verdammt! Ich glaube, unten ist ein. Bei uns? Ja, ich glaube. Hat sich gerade so kurz an so angehört. Komm, kann die Bade sein? Da kommt es schon. Ja. Ich bin die falsche Tür rausgesprungen. Ich muss mich mal kurz hinsetzen. Ja, ich muss auch. Ach, nicht gut, dann nicht. Nee, ich habe gerade gegessen, passt. Da hinten läuft ein Taschenlampenmann. Oh, ich krieg gleich, ich muss mich wärmen. Scheiße. Damit ich jetzt kann ich kein Wasser mehr einfüllen. Ich kann kein Wasser mehr einfüllen. Ja. Jetzt habe ich den Bug. Scheiße. Ich probier's mal. Ah ne, ich hab noch 100% Wasser, warte. Zack. Hab's draufgepackt. Genau, auf mein Fleisch. Super. Ups. Oh nein, es hängt ein Fleisch damit drin. Oh nee. Nee, das ist unten drunter. Bei mir ist es im Topf. Bei mir ist es unten drunter. Auf jeden Fall ist das Fleisch im Topf. Oder Topf. Okay, dann kommt's vorsichtig dann bei euch. Ja, du. Au, scheiße, verdammt, heiß. Achievement unlocked. Da brennt sich ja erstmal nieder. Also, essen und trinken kann man jetzt. Dann nehme ich mir meinen Tippe wieder. Da ist noch ein Stück Kopf. Fleisch, ne? Falls jemand möchte. Ich bin voll. Ja, dann nehme ich's. Warte, ich muss es erstmal kriegen. Da. So. Zack, und mein Topf. Das bauen wir also ja wirklich wieder nur. Wir können ja theoretisch einfach mal pennen. Stimmt. Dürften wir theoretisch ja praktisch. Ja, wir dürfen wieder pennen. Dann lasst uns mal pennen. Alle in einem Bett. Wir müssen es ja irgendwie warm halten da. So. Einmal Speisung und dann einmal ins Bett. Alle warten wieder nur auf Kali hier. Kali. Nicht Kali! Oh, Entschuldigung. Mann! So. Kann dafür nichts, das war nicht meine Schuld. Damit hat jemand anders angefangen. Ja, ist der Metalizer. Ah, hell, sehr schön, ich kann hier was sehen. Shame on him. Shame on him. Gut. Jo, dann, was wollen wir machen? Oh ja, natürlich. Was ist los mit euch? Das hat oder ja gar nichts gemacht. Immer noch bei mir. Ja, das dauert ein bisschen. Okay. Eine menschliche Fackel. Sehr schön. So. Wir mal ein Karnickel und S1. Verdammt. Quatsch. Gut, was wollen wir denn jetzt noch machen? Ich würde tatsächlich sagen, wir können ja mal gucken, ob wir das Cockpit finden. Das ist eine gute Idee. Oder wollen wir das in der nächsten Folge machen? Weil die geht jetzt schon 13 Minuten. Ich komme nicht hoch. Also ich komme da hoch. Ah, jetzt haben sie es geschafft. Ja, das ist so ein Punkt, glaube ich, ne? Oh, 5 Jahre später und das Fundament ist immer noch nicht fertig. Ja. So ist das Leben, ne? So, ich gucke mal kurz. Also das Foto von Timmy sieht schon komisch aus, ne? Warte mal. Ein wenig. Überhaupt? Ach so, ja, klar. Das bekommst du ja gleich am Anfang schon.
Oh, sorry. Stimmt, das sieht total eklig aus. So, hey. Was? Ich so, sieht komisch aus. Boah, voll eklig, ey. Ja, das sieht doch wirklich komisch aus. So, habe ich eigentlich noch Zähne? Warte mal. Ah, durch. Ja. Ach du Scheiße, hups. Hast du ihn erwischt? Ich hab ihn aus Versehen zerfetzt. Ja. Naja. Ja. Ja. Jetzt habe ich nur noch kleine Lurchstücke, ne? Also. Kann ich leider nicht verwenden. Blöd. Ja, gut. Merken niemals von oben auf den Lurch draufspringen und dann ihn zerhacken. Fliegst du in die Luft dann? Dann fliegt er, nee, dann geht der Lurch kaputt. So. Komplett. Lol. Hab ich zwar auch nie erwischt oder erlebt. Ich auch nicht. Der ist gerade in alle Teile zerfetzt. Also. Also Schildkröte geht nicht. Sorry, Lurch. Hab ich noch irgendwo einen Baum einzeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Na, irgendwas gesehen. Ein Gesundheit. Stern. Danke. Gesundheit, ja. Patsch. Dann warte ich unten auf euch wegen den Baumstämmen. Da kommen wir ein bisschen. Ach, ein oller Vogel, Alter. Ich dachte gerade, was läuft denn jetzt auf mich zu hier? War aber nur das Flattern von dem Vogel. Glück. Da ist irgendwas auf dem Grill. Hat jemand was auf dem Grill gepackt? Ja, ich. Kannst du essen, wenn du willst. Nö, brauche ich nicht. Oh, komm. Hä? Hab angehört wie ein Bär, Alter. Bär. Das wäre witzig, wenn es einen Bär gibt hier. Ja. So, dann packen wir das mal. Ich will nicht mit einem Bären kämpfen müssen. Wieso? Nee. Das Fell ist noch wärmer als andere. Also. Besseres Fell gibt's nicht. Wenn man jetzt aus der Survivor-Perspektive guckt. Ja. Also ich finde ja, unsere Base hier hat eigentlich einen super Standpunkt. So von Kannibal und. Oh, ja, moin, Domme, oh. Domme! Oh, ja. Renn weg! Ja, ja. Oh, Feuer! Boah! Boah, ich dachte gerade, ich werde jetzt erschlagen. Ganz ruhig. Habt ihr Besuch? Ganz ruhig. Ich zünd den jetzt an, leck mich am Arsch. Das geht nicht mehr. Oh! Was? Bon, durch. Ah. Braucht jemand Hilfe? Davor der Angst, ja? Vor Feuer hast du Angst, ja? Oh, die springen wirklich nicht mehr. Also, geil. Du kannst nicht mehr mit der Axt. Guck mal, der Germany Chat. Wow. Selbst mit der Axt kann man nicht mehr die anzünden? Ja, genau. Sag ich doch. Ich komm. Was? Naubis! Schicker Arsch! Drauf! Ist tot! Er ist tot. Achso, Kalli. Sorry. Psst, Domme. Nee, das bin ich. Sorry. Ihr seht für mich beide gleich aus. Deswegen. Ja, eben. Ups, gerade werden durchgetrampelt. Durch. Komm her. Lauf dich im Kreis, Ruhig. Nein. Wow. Osterfeuer. Okay. Also rüstungstechnisch, German, wie sieht's da bei dir aus? Grad Basics, also. Also ich bin voll. Ich habe Knochenrüstung und ich glaube Lurchrüstung habe ich an. Ja, ich auch. Nicht bewegen, nicht bewegen. Ich hol dir die Echse, warte. Wo ist sie denn jetzt? Das ist da oben. Scheiße. Der haut aber ganz schön fix ab, du. Ja, du, deswegen, ja. Nee. Nein. Putz, hab ihn. Oh, ein Wildschwein! Verdammt! Oh. Das spawnt einfach vor mir, what the fuck? Ja, das. Die Tiere spawnen ein. Huch! Hallo? Nein, daneben! Wo ist es? Hier oben liegt ein Durch für dich, ne? Oh, ich hab das Gerne. Wildschwein! Geil, Wildschwein! Ja, nehme ich sofort.
Ah, Wildschwein. Nice. Du hast es nicht vergessen, ne? Knochen. Ja. Sorry, Vogel. Hast du den Schlitten schon rübergefahren? Harley? Ja, den habe ich schon hier unten. Okay. Also ich habe die Baumstämme schon. So, der Luis, wo ist er? Boah, nice. So. So. Na. Hier dran. So. Warum habe ich denn jetzt einen Knochen in der Hand? Hm. Es ist wer weiß, wer weiß. Rätsel. Wahrscheinlich hast du den Arm gebrochen. Hast du die Speichere einfach rausgezogen? Nee, es war die Elle. Ach so. Muss man jetzt was essen, sonst verdurste ich und verhungere ich wieder. Irgendwie das. Guck mal hier, so. Ah. So, ich brauche nur noch 13 Stück. Wobei, nee, wir brauchen eigentlich noch mehr. Ich muss jetzt die Wand noch dann hinzimmern. So. Da. Aber eine Lieferung. Danke. Ey, das Feuer, Mensch, da ist Fleisch drauf. Kann ich das jetzt hier irgendwo dran packen? Hier, ne? Wirklich. Nanu, wer hat denn hier die Baumstämme falsch gelegt? Sag mal. Hört ihr die Musik jetzt auch? Ja. Nice. Ich höre keine Musik, ich bin wahrscheinlich zu weit weg, ja. Das ist so behindert. Ist auch gut so, glaube ich. Nee, ah, die cool. Das ist einfach so dumm, weißt du, so du bist strandest auf einer Insel und hörst erstmal Rockmusik und mit Flanellhemd an, ey. Das ist irgendwie so komisch. So, Achtung. Ja, kann man auch machen, ne? Kann man machen, ja. So. Buch. Hauptsache dafür gibt es keinen Copyright Strike. Nee, glaube ich. Ist ein bisschen scheiße. Ja, ein Strike gibt es ja sowieso mittlerweile recht selten für Copyrights. Ja, ich habe bekommen. Richtigen Strike? Ja, die Folge war gelöscht. Oh. Ja. Das war dann nicht mehr so geil. Warte mal. C? So. Es ist immer wieder ein verfluchter Baumstamm, der fehlt. Um das Ding voll zu. Okay, doch nicht. Ich hab mich verzählt. Ja, nice. Wie da immer hin und her rennen. So, erstmal hier schön ein Stück Fleisch essen. Komm. Heya, heya, heya. Ah, geh mal hier doch. Wollen wir nicht vielleicht eine Treppe irgendwie hochbauen oder so? Ich finde das immer voll umständlich. Ja. Hatte ich auch schon die Idee. Das ist eine Treppe. Willst du ein Fenster einbauen oder kein Fenster? Ach so. Nee, hier nicht. Warte mal. Andere Seite. Stimmt, hab ich vergessen. Also, ja, das Ding ist, wollen wir jetzt immer weiter auf den Fluss bauen oder so ein bisschen in die Breite auch? Ich würde sagen, wir machen dann mal hier eine Tür rein. So. dann erweitern wir in die Richtung. Ja, dann machen wir mal hier noch eine Tür rein und dann. Achso, dass wir in beiden Richtungen machen, ne? Genau, dass wir halt auch ein paar Lager bauen, zum Beispiel mit Regalen, mit Medics ja. Und so einem Kram. Mach ich mal hier. Schöne Aussicht. Bist wieder so weit! Was denn? Ach so, Folgenpause. Yes. Dun, 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 dun. Ja gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Dann machen wir mal hier ein kleines Fröselchen. Ah, verdammt. Und Scheiße! Was ist?
brauchst Hilfe. Hau ab, ihr blauen, hässlichen Typen. Oh. Ja, lock sie her. Und tschüss. Wow. Lock sie her, ich baue weiter. So. Oh ja, jetzt höre ich die Musik. Fundament. Hey Günther, guck mal. Bam, ins Knie. Günni. Habe ich ihn überhaupt getroffen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Okay, nee, dann kommt mal rein, dann können wir die Folge beenden, sonst wird das hier noch. Jetzt, wo ich ein Fundament bauen wollte. Gut. Oh, da sind zwei Kompanieros. Yeah. Ja, wie soll ich jetzt da hochkommen? Oh, oh nein, lol, was? Oh, Skill. Jetzt auf den anderen. Ich glaube, er säuft, oder? Verpiss dich. Er müsste gleich ersäufen. Was hat er? Oh, lol. Lol. Schön ins Wasser rein. Schön ins Wasser rein. Aua, du Ratte. Alter, ich kann nicht. Hä, wo ist er hin? Er ist ersoffen. Er ist ersoffen. Oder? Nee. Da ist er. Jo, jetzt ist er ersoffen. Jetzt ist er ersoffen. Ah, okay. Alles klar. Teabag, Teabag. Oh. Okay. Ich speichere nochmal. Zack. Ja, ich auch. Gute Idee. So. Ja, gut. Dann, hab ich ja schon gesagt, ja, danke fürs Zuschauen. Eben, genau. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal, ne? Bis morgen zur neuen Folge, ne? Eben, genau. Dann, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.